an einem Samstag Abend zerredeten die Zeit in Bennys Bar. Sie löschten schon das Licht, doch wir merkten es nicht. Es gab zu viel, was noch zu sagen war. Als wir uns ein wenig besser kannten, da war es vor dem Fenster fast schon hell. Sie ging im Morgengrauen und alles war wie ein Traum, selbst der Raum in dem altmodischen Hotel. Telefonbuch hat 3000 Seiten und ich weiß nicht, wo ihr Name steht. Ich weiß nicht, wo sie wohnt und wie's ihr heute geht. Ich weiß nur, wie sie lächelt, bevor sie schläft. Nur ein